Ja Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zum großen Preis von Ungarn. Heute stehen unsere Rennen an in unserer F1 22 Megaseason. Wir sind am Ungaroring und ja, bei uns ist es trocken. Aber ist es das auch in der richtigen Formel 1? Das ist, glaube ich, eine Riesenfrage, während dieses Video online ist. Läuft doch gerade der Grand Prix und ich hoffe, er ist spannend, weil ja, von der 4,3 Kilometer langen Strecke mit 14 Kurven und nur zwei DS-Zonen, die ja etwas defensiv und taktisch gilt, ist nicht viel Action zu erwarten. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst gerne einen Daumen rum da und schaut auch gerne auf TikTok auf @jt oder auch gerne auf @tobi vorbei. Links sind wir alle unten in der Bio. Und nach einem ja. Sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Der Tiger, Sainz. Max Verstappen und Russell, Hamilton, Ricardo, Perez und Fernando Alonso, Bottas, Magnussen, Mick Schumacher und Ocon, Joe, Stroll, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda, Albon und Nicolas Latifi. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Wir sind hier pünktlich aus unserer Formation Lab zurück, lila perfekt. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich, ja, wir werden vom zweiten Platz starten, vierten Platz starten. Die fünf roten Lichter, sie gehen hier aus und lights out, here we go, der Hungarian Grand Prix. Und wir kommen sehr, sehr gut weg. Nur Charles Leclerc und Lando Norris, wir sind vom dritten Platz gestartet. Kommt ein bisschen besser weg. Doch, da kommt der Kuh. Leclerc, ja, verstärkt sich hier auf das Abdecken von Norris. Und wir kommen da innen einfach durch. Und das Perfekte in unserer Sicht ist auch noch, dass Lando Norris auf dem zweiten Platz ist und nur Leclerc auf dem dritten. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal etwas entspannter dem Ganzen entgegen. Ja, blicken. Ich weiß natürlich, dass es nicht lang so sein wird. Und wir werden auch ein bisschen über das gestrige Qualifying reden. Vermutlich auch ein bisschen über meine Predictions und so weiter. Also es steht vieles an in diesem wunderbaren Video heute. Bisschen auf diesen weißen Körper drauf gekommen, aber ich stehe natürlich unter enormem Druck. Das Auto hat ein paar technische Probleme. Ich habe gesehen, der MGUH hat über 80% und das habe ich natürlich im Training und Qualifying nicht abgecheckt. Das war nicht so okay und das sieht auch mal, wie nah alle da zusammen sind. Das Ding ist halt, Gott sei Dank gibt es auf dieser Strecke eigentlich nur zwei Möglichkeiten zu überholen. Einmal Start und Ziel, dann die kurze DS-Zone zwischen Kurve 1 und Kurve 3, eventuell auch rauf Berg Kurve 4, ich weiß aber nicht, ob man da überholen kann. Das jetzt hier mal kurz zur Info, wir kommen hier nicht weg, das war mir auch irgendwie klar, dass wir da nicht wegkommen werden. Aus der letzten Kurve raus, da verliere ich auch immer ordentlich Zeit, ich mag diese langen Kurven nicht, wo du wirklich ja quasi warten musst, bis du aufs Gas gehen kannst. Und das ist echt, ja, übertriebenst mühsam auf so einer Strecke. Und da geht direkt ein Williams in die Box. Da dürfte es einen Startcrash gegeben haben. Verstappen auch nur Fünfter, weil die McLaren auch hier bei uns im Game unnormal stark sind. Also mir ist es echt aufgefallen, dass die McLaren hier richtig anpacen. Da kommen schon die ersten Fehler. Das darf nicht passieren. Ich muss hier 100%ig fokussiert bleiben. Das ist eben eine Strecke, wo gerade der Rhythmus eine wichtige Rolle spielt. Man muss hier so unnormal in den Rhythmus reinkommen. Bei mir ist das meistens erst nach 10 Runden so. Und ja, bis dahin heißt es fighten. Ja, das war jetzt auch eher so semi. Ich habe auch probiert, die ersten Runden, ja, mich ein bisschen immer wieder das Limit anzuziehen. Nur die Reifen lassen natürlich auch mit der Zeit nach. Das Coole ist halt, dass wir gerade den ersten Stint überleben müssen und hoffentlich keine Undercut. Hier nochmal die Start-Replay. Wir sind vom dritten Platz gestartet und der Start war echt ordentlich. Dass sich hier Leclerc auf Norris konzentriert hat, war natürlich hier unsere Macht. Er hat uns zwar kurz abgedeckt, wusste aber, wir werden nach innen gehen und wollte da halt eben auch nicht die Position gegen Norris verlieren. Unser Start an sich war nicht so okay, aber ich habe gemerkt, wir kommen besser weg als Lando Norris und Leclerc wollte halt unbedingt Norris abdecken und da haben wir uns doppelten Windschatten und halt einfach easy going in die erste Kurve reingebremst. Leclerc, muss man natürlich dazu sagen, ist da übergeblieben, weil er genau in der Mitte war und vor allem auch, ja, jetzt hat Leclerc Norris überholt. Wir sind hier in der 10. Runde, bis dahin ist nichts viel passiert, außer ja, dass wir uns zu den anderen hinter uns einen größeren Vorteil geholt haben. Verstappen ist leider draußen, jetzt gerade ausgeschieden und Leclerc hat halt eben Norris überholt. Jetzt auch Sainz Norris überholt und ja,
Das war klar, dass der da vorne nicht so lange überleben kann. Ich dachte ehrlich gesagt auch, dass wir nicht so lange da vorne überleben können. Aber wir sind in der 10. Runde und wir sind immer noch ganz vorne. Also ja, es hilft doch, dass wir hier unsere Gebete wurden erhört. Sodala. Aber ja, die größte Bedrohung, ja, wacht natürlich hinter uns mit Leclerc, der wirklich mit einem ordentlichen Pace-Vorteil, aber natürlich auch vermutlich mit einem ordentlichen Downforce-Vorteil hier gegen uns angeht. Ich probiere hier zwar alles, immer wieder neue Linien fahren und so weiter, aber die Pace wird nicht viel schneller. Also ich habe den Rhythmus zwar nach der Zeit gefunden, aber ja, jetzt habe ich zwar den Rhythmus gefunden, so Runde 9, 10, 11, aber dann ist mir leider der Reifen ausgegangen, weil jetzt auch schon der Reifen anfängt natürlich nachzulassen. Ich meine, mit Gelb kann man natürlich ein bisschen länger fahren. Wir werden auch probieren bis 15, 20, irgend sowas dazwischen ist auch das Pit Window, 16, 22, irgend sowas daraus zu zögern. Meine Traumrunde wäre natürlich 20 gewesen, aber rückblickend natürlich, oh mein Gott, und jetzt wird es ganz, ganz eng. Er ist nur noch 3 Zehntel hinter uns. Das geht sich gerade noch so aus. Und ja, so ging es eigentlich wirklich die ganze Zeit, dass wir hier gegen Leclerc gefightet haben. Deswegen reden wir auch ein bisschen über das gestrige Qualifying und was für eine Leistung. Die Ferraris gegen die Red Bulls. Und wer steht dann ganz vorne auf der Pole? Natürlich, ein Mercedes. George Russell ist hier der lachende Dritte, nachdem bei Verstappen in Q3 der erste Run nichts wurde. Gab es dann technische Probleme, nur Startplatz 10 für ihn. Sainz hat Leclerc dominiert in Q3 und ja, deswegen konnte dann mit einem ganz, ganz hochdünnen Vorsprung George Russell vor Sainz und Leclerc, ich glaube, die waren innerhalb von 1,5 Zehntel oder so. Das war echt sehr knapp. Leclerc war eine Runde vorher in der Box, wir müssen natürlich auf den Undercut reagieren, jetzt geht's in die Box rein. Und wir holen uns natürlich weiß. Dachten wir auch zuerst, vielleicht kommen wir ein bisschen früher, so Runde 10, 11, holen uns gelb und dann zum Schluss nochmal rot. Aber ich denke mal, gegen die Pace von Leclerc werden wir da nicht reingekommen. Gegen die anderen vielleicht, aber wir kommen ja ganz, ganz knapp. Guckt mal in unseren linken Rückspiegel, da sehen wir Leclerc schon, der natürlich hier Platz gut gemacht hat. Oh mein Gott, ja, da kommt das Heck. Ja, das Auto ist wirklich, natürlich die weißen Reifen, die brauchen schon ihre Zeit, bis sie warm sind. Aber das Gute ist, wir sind hier, wir haben jetzt theoretisch fast eine Runde und da kommt Leclerc schon innen. Natürlich, seine Reifen sind schon ein bisschen aufgewärmter, hat so eine Runde hinter sich. Und das war auch der Plan. Wir haben zwar, oh mein Gott, da müssen wir abdecken. Halleluja, ich denke nicht, dass er darauf reingestochen hätte, aber trotzdem sehr, sehr gut. Hier gucken wir uns mal ein paar Highlights an, Fights zwischen uns, da links, guckt euch das mal an, Rad an Rad geht es hier in Turn 1 mit Charles Leclerc, das ist schon echt, also finde ich ziemlich cool, da sind ein paar Gummidings geflogen, aber das waren keine Teile, ich habe doch geguckt, das war nur Gummizeug, was da weggeflogen ist, Runde 18 dann, hier war Leclerc unnormal nah dran, hat dann auch hier rausgestochen, das habe ich gar nicht gemerkt, dass er da wirklich so nah dran gekommen ist, das hat sich da fast im Flügel bei uns hier hinten runtergerissen, Runde 19, wieder ganz, ganz nah dran, aber dann haben die Reifen auch langsam angefangen zu worken und wir konnten dann endlich mal davonziehen. Davonziehen ist jetzt relativ. Wir konnten uns endlich mal etwas Luft zum Atmen verschaffen. Ja, auch coole Zeitlupenstudie hier. Ich weiß nicht, warum man eine brasilianische Flagge schwenkt, aber ja. Wir sind in der 27. Runde und vor uns, mal kein Gegner. Wir sehen vor uns Alexander Albon, der bereit ist zum Überrunden. Ja, aber auch der beim Start gleich in der Box war in der ersten Runde. Ich glaube, der ist auch auf 2-Stop gegangen. Ich weiß nicht, was los war. Ich habe es nicht gesehen. Wir haben es auch nicht mitbekommen oder so. Das Rennen war gnadenlos und es gab wieder bis jetzt kein Safety Car. Kein Virtual Safety Car, nix. In keinem My Team Rennen. Seit 8 Rennen. In keinem Mega Season Rennen. Und nicht mal in meinen Liga-Online-Rennen mit meinen Brüdern, also da gab es wirklich bis jetzt leider noch keinen Safety Car. Das ist ein bisschen schade, dass sich das echt so hinzieht, aber wir haben hier schon mal einen guten Vorsprung von 6 Sekunden rausgefahren zu Charles Leclerc. Die weißen Reifen sind deutlich besser, oder die verhalten sich bei uns anscheinend deutlich besser. Der Rhythmus ist jetzt auch auf jeden Fall da, der war natürlich auch schon da mit den weißen Reifen. Und jetzt ist natürlich auch die Luft zum Atmen da. Sobald man mal aus dem Sekundenfenster draußen ist, hast doch endlich mal ein bisschen, hier ein kleiner
ja, zu spät eingelenkt, hast du endlich mal einen kleinen Luft zu atmen. Es geht in die letzte Runde, Leute. Wir haben 12 Sekunden. Ich denke mal, die Reifen von Leclerc sind eingebrochen, weil das kannst du mir nicht erzählen. Der hat wirklich, ich fahre sehr stabile 20er, 3, jetzt waren es 6, aber ich bin die ganze Zeit eine 1,21, 3, 1,21, 2, also so. Zwischen 1,21, 2 und 1,21, 6 bin ich die ganze Zeit gefahren. Und wirklich, die Reifen gehen nicht ein. Das ist so genial, wie gut sich die Reifen anfühlen. Also der weiße Satz Reifen arbeitet an unserem Aston Martin anscheinend viel, viel besser wie an den Ferrari. Und auch George Russell hier bei uns, vierter Platz. Kommen wir zu meinem Tipp für das heutige Rennen. Ich denke mal, Russell, ich gönne es ihm zwar, aber ich denke mal, er wird das nicht halten können. Auch bei Ferrari wird man eingesehen haben, dass Leclerc rein zu Gewärmchance ist. Deswegen denke ich mal, man wird Leclerc den Vortritt geben. Leclerc wird das Ganze gewinnen vor Carlos Sainz. Und ich möchte mal ganz verrückt sein, Lando Norris wird Dritter. Ich meine, nein, ich kann nicht George Russell. Doch, Lando Norris wird Dritter. Was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir gewinnen den großen Preis von Ungarn. Einer der, ja, meiner Meinung nach undankbarsten Rennen, weil das echt ein sehr langweiliges Rennen ist, sehr taktisch. Wir werden heute ein Rennen erleben, wo es vermutlich nicht viel Überholmanöver gibt, wo viel hinterhergefahren wird und wo viel echt über Undercut und Strategie und so weiter. Genau das, was man eigentlich in der modernen Formel 1 nicht mehr sehen will. Rennen, wo es 5 Überholmanöver gibt, wenn man die erste Runde wegrechnet, und das ist echt sehr traurig. Aber natürlich gehören auch solche Strecken dazu. Man könnte natürlich ein bisschen was umbauen, dass man ein, zwei Längen mehr Geraden hat. Aber das ist halt Ungarn, meine Lieben. Das war immer schon Ungarn, und ja, seit 1986 ist das leider die traurige Wahrheit hier. Wir kommen als Erster aufs Podium. Gestern schon der dritte Platz in unserem Qualifying, der echt sehr, sehr stabil war, und jetzt hier dieser sehr, sehr schmufe Dance-Stil. Wir stehen in der Mitte von zwei Ferraris, was ich auch ziemlich cool finde. Und ja, das war echt ein tolles Rennen. Ich muss auch sagen, mega anstrengend. Also das glaubt man gar nicht. So viele Runden zu fahren, finde ich echt. Es ist natürlich sehr anstrengend von der Konzentration her. Man muss sich wirklich immer wieder fokussieren. Man darf nicht viele Fehler machen. Es kommen viele Kurven. Man fährt ja nur 10 Sekunden circa geradeaus und der Rest ist Kurven. Und da musst du echt viel schalten und so weiter. Aber trotzdem, ein sehr tolles Rennen. Macht auch irgendwie Bock. 13 Sekunden haben wir es dann geschafft. Schaut gerne auf TikTok vorbei, auf itz_tobi. Wir werden da viel heute zu besprechen haben, auch gestern über das Qualifying. Und Links wie immer alle unten in der Bio. Vielen Dank fürs Zugucken und abonniert den Channel gerne. Hotlap und Recap sollte die nächsten Tage online kommen. Abonniert den Channel gerne. Bis morgen und ciao. Oder später auf TikTok.